Heute ist Sonntag, der 8. Juli 2012. Hier ist unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Frau Sonja Mitralias. Sie ist Journalistin aus Griechenland. Guten Tag, Frau Mitralias. Guten Tag aus dem heißen Sommer aus Athen. Es häufen sich die Nachrichten über Versorgungsengpässe im griechischen Gesundheitswesen. Was sind die Ursachen? Wie weit liegt es an der Wirtschaftskrise? Wie weit liegt es an den Auflagen der Troika? Was ist zu erkennen und vor allem auch, was sind die Leistungen, die den Menschen vorenthalten werden? Ja, wir wissen ja, dass die Sparmaßnahmen und die Austeritätspolitik der Troika fast 50% von den Löhnen und von den Renten gestrichen wurden. In manchen Fällen sogar 70%. Die Arbeiter von der Television, von der Staatstelevision, die haben 70% verloren von ihrem Lohn. Und dadurch kommt, dass Griechenland das teuerste Land ist in Europa. Wir haben 23% TVA. Und in dem letzten Jahr sind 10% all das, was man essen muss, teurer geworden. Und man privatisiert und auch die Elektrizität, das Wasser und alles wird teurer und teurer. Ich glaube, es sind 90.000 Familien, die haben keine Elektrizität. Man hat ihnen die Elektrizität gesperrt, was sie nicht bezahlen konnte. Und dadurch kommt noch dazu, dass im Gesundheitswesen durch die Bezahlung der Staatsschulden im Namen der Bezahlung der Staatsschulden hat man 40% der Krankenbetten gesunken. Der Staat gibt kein Geld mehr den Hospitälern. Und so müssen die Hospitäler sich selbst bezahlen. Das heißt, an sich müssen die Patienten das bezahlen. Und die Kosten sind so hoch, dass eine Entbindung heuer sehr, sehr teuer ist. Eine Entbindung heute kostet 1.000 Euro, wenn man eine wenn man noch andere Sachen dazu kommt, der Kaiserschnitt oder fast 2.000 Euro zahlen, und das in einer Situation, wo 3 Millionen Leute heute in Griechenland keinen Zugang mehr haben zu der Krankheitsversicherung. Das heißt, sie müssen das aus ihrer Tasche bezahlen und ihre Tasche ist leer. Durch all die Maßnahmen, die die Troika gemacht haben, und dann sind sehr viele Frauen zum Beispiel, die können das nicht bezahlen. Kann man zur Hebamme ausweichen? Ist das vielleicht günstiger? Bitte? Kann man vielleicht in Griechenland zu einer Hebamme ausweichen, dass es günstiger ist als im Krankenhaus? Ja, es sind Hebammen, die Gewerkschaft, es sind 30.000 Hebammen in Griechenland, aber die sind sehr arbeitslos, denn man hat in dem Krankenwesen ein System aufgebaut, in dem man nicht mehr normal sein Kind bekommen, aber man muss ein Rendezvous machen und es geht ganz schnell und das machen dann die Ärzte. Und 60% von den Frauen, die machen, wie sagt man das, nicht eine normale Entbindung, aber wie nennt man das, wenn man
das Kind bekommt, indem man erst einmal einen Bauch rausnimmt. Ich meine, Kaiserschnitt wird das heißen. Ein Kaiserschnitt. 60% von den Frauen machen Kaiserschnitt. Mhm. Das ist nur, weil also eine Logik ist vom Profit, schnell, 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 ohne Hebammen und mit den Ärzten, man nimmt Rendezvous, man macht das ganz schnell und so, dass die meisten Hebammen arbeitslos sind. Ja. Ich habe... Jetzt, sogar man kann heute in Griechenland kein Kind mehr bekommen, ohne zu bezahlen. Wenn man eine Krankheitsversicherung hat, dann muss man noch ein wenig bezahlen, aber die Perspektive, die Zukunft, die ist, dass sogar die Leute, die noch Krankheitsversicherung haben, in kürzester Zeit vielleicht keine mehr haben. Denn 9 Millionen von den Griechen sind in 3 Krankheitsversicherungen und die haben sie vereint. Die haben sie in eine gemacht. Die haben sie vereint, weil sie sparen wollten. Und diese, die sind jetzt vor dem Bankrott, denn sie haben kein Geld mehr, der Staat gibt ihnen kein Geld mehr. Er gibt die Priorität der Ausbezahlung von den Staatsschulden und durch die Arbeitslosigkeit, die in Griechenland ist, das sind 23%. Sie wissen ja, dass die jungen Leute bis 50% bei den Männern und über 62% bei den jungen Frauen ist es Arbeitslosigkeit. Das heißt, alle die bezahlen nicht mehr in die Kassen. Und es gibt auch 1/3 von der Arbeitsklasse, die gar nicht bezahlt ist. Wegen, dass es hinterzogen wird. Die arbeiten ohne Lohn. Können Sie sich das vorstellen? Dann können Sie sich vorstellen, dass all diese Leute auch nicht kein Geld haben. Sie haben kein Geld, um zu leben. Das heißt, sie wollen ihren Arbeitsplatz bewahren und hoffen, dass die Firma wieder zahlen kann. Damit die Firma nicht bankrott geht, arbeiten sie monatelang ohne Lohn? Oder wird da bewusst hinterzogen, Sozialversicherung? Bitte? Werden da bewusst Sozialversicherungsbeträge im großen Stil einfach nicht angemeldet? Oder geht es darum, dass die Firma kein Geld hat und dass die Arbeiter monatelang ohne Lohn arbeiten, um die Firma zu retten? Das sagen Sie so. Das sagen Sie so. Aber es ist ein Trend in Griechenland, die Kollektivverträge sind ja abgeschafft worden. Vor 2 Jahren, vor dem Memorandum, da war der Basislohn ungefähr 700 Euro. Und dann ging er nach 550. Aber an sich jetzt, dadurch, dass die Kollektivverträge abgeschafft worden sind, gibt es kein Basislohn mehr. Dadurch, dass jeder Arbeiter sich selber verhandeln muss, privat verhandeln muss, dann ist das ein Chantage und dann werden die Löhne immer niedriger und niedriger. 480, 450. Ich habe von einem... 400 Euro und so. Ich habe von einem Vertreter der Partei Syriza gehört, das habe ich am 24. Juni gehört, dass am 21. Juni die Krebsmedikamente ausgegangen sind. Haben Sie dazu etwas gehört? Ist das ja, in ganz Griechenland so? Das ist das große Problem. Die Leute, die haben keinen Zugang mehr zu den Medikamenten und es sind keine Medikamente im Markt mehr. Der Staat, der ist auch den Apotheken sehr viel Geld schuldig. Die Versicherung meinen Sie, die gesetzliche Krankenversicherung? Ja, die Krankenversicherung. Die schuldet den Apotheken das Geld und diese können nicht mehr bestehen. Sie können die Medikamente nicht mehr einkaufen.
Und da gibt's keine Medikamente. Aber besonders die Leute, die Krankheiten haben, die wie Dialyse oder Diabetiker, die Medikamente ständig brauchen, die haben sich auch von ihren Krankheiten, sie haben nicht mehr Zugang zu den Medikamenten. Es ist wie wenn das eine Politik wäre, um einen ganzen Teil von der Population sich selbst zu überlassen und wie wenn die zu viel wären in dieser Welt. Alle die schwer krank sind, und das ist eine Logik, die eine ethische Frage aufstellt. In welche Gesellschaft werden wir aufbauen? Das ist ja schrecklich, wenn man sagt, dass verschiedene Schichten von der Gesellschaft zu viel auf dieser Welt sind. Mich erinnert das an ein Buch, was ich gelesen habe, von Professor Dr. Friedrich August von Hayek, dem Vordenker des Monetarismus, den man ja heute auch Neoliberalismus nennt. Er hat dort ein Beispiel gebracht, dass Eskimos, wenn sie nicht genug Mittel haben, um die Alten und Kranken am Leben zu halten, dass sie die dann einfach auf eine Eisscholle aussetzen würden. Und die Idee fand er gut, selbst für die Gesellschaften, eben auch die noch genug Mittel haben, dass man nicht gezwungen sein müsste, die eben alten, kranken, nicht mehr arbeitsfähigen, mit viel und Geld am Leben zu halten. Leute, die ganze junge Generation, wenn man bedenkt, dass die 50% von der jungen Generation keine Arbeit hat, dass in einer gewissen Zeit das mehr Arbeitslose da sind wie Aktive. Was ich, das ist ja schrecklich. Das ist eine Gesellschaft, die sich ganz einfach auflöst. Was ich sagen möchte, die Realität, die ich mitbekomme in Griechenland zurzeit, die ist schlimmer als was von Hayek gesagt hat. Von Hayek wollte ein geringes Bürgergeld praktisch für alle. Er wollte praktisch, dass die Arbeitsfähigen genug zum Leben haben, und er war total unmenschlich den nicht mehr Arbeitsfähigen gegenüber. Und hier in Griechenland ist es doch, glaube ich, so, schon vor der Troika, dass es für Langzeitarbeitslose gar kein Geld mehr gab. Nein, es war eine sehr, sehr kleine Entschädigung da für die Arbeitslose. An sich war immer schon der Staat, der hat nie viel für die Arbeitslose und auch für die Bürgerrechte gemacht, das ist sicher. Aber jetzt wird der ganze Staat aufgelöst. Das ist noch eine ganz andere Situation, eine ganz neue historische Situation, würde ich sagen, für Europa. Denn Europa, Griechenland ist ja ein Laboratoire, ein Laboratorium für Europa. Wissen Sie, dass Sie die öffentlichen Dienste und auch das Steueramt, das wollen Sie privatisieren? Das findet man in Bundestagsdrucksache in deutscher Sprache 17/8731 im Memorandum of Understanding, 736 Seiten. Aber die Kreditauflagen, Memorandum of Understanding, sind viel kürzer. Wenn man sich nicht nur das hat man 20, 30 Seiten, bekommt man einen Überblick über die unmenschlichen Auflagen, auch in deutscher Sprache. Kein Deutscher muss sich deswegen rausreden, er hätte es nicht gewusst. Und ich habe es gelesen. Ich habe gelesen, dass man gerade die Finanzverwaltung, dass man da scheinbar einen Schwerpunkt darauf legt. Jetzt sollen die Banken noch die Finanzämter bekommen, habe ich den Eindruck. Und sich selbst kontrollieren. Aber ich glaube, dass wir die europäische Bewegung, die sich organisieren muss, eine Frage, die muss gestellt werden. Wem werden wir Vorrang geben, die Staatsschulden zu bezahlen, zu den Banken und dem Großkapital, oder sollen wir Vorrang die Lage der Bevölkerung? Ich glaube, das ist die Frage, die wir stellen müssen.
Meine Vorstellung wäre es am Maßstab der Menschenrechte, damit man nicht willkürlich die Gläubiger einfach alles streicht. Da gibt es ja auch arme Menschen, die griechische Staatsanleihen gekauft haben, vertrauend, dass sie das Geld zurückbekommen. Und ich meine, mir kommt das so vor, als würde man so tun, als wäre Eigentum das einzige Menschenrecht, was es gibt. Ja. Und die anderen Menschenrechte alle vergessen darüber. Ja, wir müssen alles, jetzt vergessen sie alle Menschenrechte. Denn die Schlimmsten hier in Griechenland, das sind ja auch die Immigrierten und die Fremdenarbeiter. Wie steht es denn mit deren Versorgung? Bekommen die Geld zum Leben? Bekommen die eine medizinische Versorgung, die Zuwanderer? Die haben nichts. Und dadurch, dass jetzt die extreme Rechte aufkommt, die hat ja auch fast 7% im Parlament. Und das ist das erste Mal, dass die extreme Rechte, das ist nicht eine Rechte wie Marine Le Pen, aber das ist eine Rechte Nazis. Das sind Nazis. Die haben wirklich Truppen in der Gesellschaft, die sind sehr gefährlich und die in den letzten Tagen, da sind wieder 3 oder 4 Menschen umgebracht worden, Fremdenarbeiter. Also man spricht wirklich von einem extremen Zustand und das ist... weil sie probieren, eine sozusagen radikale, sie probieren die fremden Arbeiter darzustellen, wie wenn sie diejenigen wären, die die Krise ausgelöst haben. Ich frage mich, ob diese Krise auf die Goldene Morgenröte Extremisten instrumentalisiert werden, um das Mitgefühl, die Menschlichkeit im Ausland den Griechen gegenüber zu betäuben und gleichzeitig die Griechen davon abzuhalten, die wirklich Schuldigen vor Gericht zu stellen. Ja, ja, das ist das. Und ich glaube, dass die Idee, dass man die Schuldige vor ein Gericht stellen muss, das ist eine große Art Idee, die man weiterführen muss in Europa, so was wie ein internationales Gericht für die Kriminelle, die diese humanitäre Krise bedingt haben in Griechenland. Das wäre eine gute Idee, die wir aufrecht behalten müssen von der europäischen Bewegung aus. Und ich würde noch was sagen. Es wäre gut, wir könnten fast unbegrenzt mit der Beschreibung dieser humanitären Krise weiterfahren. Aber ist es nicht so, wie Griechenland ist in einer Situation, also in einem Zustand, dass man eines Not- oder Gefahrenzustands entsprechen. Und dass man, dass es ein Völkerrecht an sich gibt. Und das verpflichtet die Staaten ausdrücklich dazu, der Befriedung der elementaren Bedürfnisse ihrer Bürger Vorrang zu geben, nicht der Rückzahlung von den Staatsschulden. Ja, mir fallen da mehrere Quellen dazu ein. Also in Deutschland zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Londoner Schuldenabkommen schon einen großen Schuldenerlass für Deutschland. Und es war ja durch den Zweiten Weltkrieg so viel zerstört, so viele Vertriebene. Deutschland hatte den Krieg ja angefangen, aber so viele Vertriebene musste Deutschland dann aufnehmen, die vor allem aus Osteuropa dann verlassen mussten, nach Deutschland kommen mussten und obwohl so viel zerstört war. Und da hat die deutsche Regierung gesagt, wir können trotz des Londoner Schuldenabkommens trotzdem nicht alle Schulden zahlen. Wir haben so viel wieder aufzubauen und haben einfach bestimmten Bevölkerungsgruppen gar nichts mehr gezahlt. Eine Frau Waldenfels, die hatte geklagt und die hat kein Geld bekommen und das wurde dann für rechtmäßig befunden, einfach
weil ein Staat eben auch noch gewisse soziale Aufgaben noch erledigen können muss und auch neue Aufgaben noch aufnehmen können muss, selbst wenn er eigentlich bankrott ist. Das haben Sie zu Deutschland geurteilt, das Waldenfels-Urteil. Aber zu Argentinien war das deutsche Verfassungsgericht wesentlich weniger menschlich. Da haben Sie geurteilt, als argentinisches Vermögen, was nicht Behörden diente. Ich glaube, es war etwas, wo es irgendwie was kulturelle Einrichtungen war, auf deutschem Boden, also wo deutsche Hoheitsgewalt dran könnte. Da ging es darum, da wollte man natürlich Argentinien nicht, dass das beschlagnahmt wird. Und da haben sie gesagt, diese völkerrechtliche Notstandsanrede haben sie nicht gelten lassen. Ich habe so den Verdacht, dass die Staaten sich zu sehr auf Souveränität berufen haben, also jetzt Argentinien, und nicht genug dargestellt haben, wie die Lage der Menschen ist. Ich habe auch zwei Texte gelesen, wo es um den Ranganspruch geht. Es gibt einen Text von Professor Dr. Jean Ziegler, ehemaliger Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, der gesagt hat in einem Text, ich glaube aus dem Jahr 2003, auf seiner Seite righttofood.org, da sagt er, dass die universellen Menschenrechte der UNO inklusive des Rechts auf Nahrung höherrangiger sind als alle internationalen Handels- und Schuldenvereinbarungen. Ja, ja. Und in Artikel 28, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, steht auch ein Vorranganspruch, dass die Menschen einen Anspruch haben auf eine soziale und internationale Ordnung, wo die Menschenrechte der UNO voll verwirklicht werden können. Das ist jetzt das, was mir bekannt ist, was dafür spricht, dass die Menschenrechte vorgehen, inklusive Eigentum, dass es sich einreihen muss in die anderen Menschenrechte und nicht über alles gestellt werden darf. Ich habe das auch hier vor den Augen. Die Völkerrechtskommission von der UNO erklärt sich zur Situation des Notstands. Also, wir können von einem Staat nicht erwarten, dass er seine Schulden, seine Universitäten und seine Gerichte schließt, dass er seine öffentlichen Dienste derart aufgibt, dass er seine Gemeinschaft dem Chaos und der Anarchie ausliefert. Nur damit er über Geld verfügt, um seine ausländischen oder einheimischen Gläubiger zu bezahlen. Es gibt Grenzen bei dem, was man vernünftigerweise von einem Staat erwarten kann, ganz wie bei einem Individuum auch. Das sagt er. Und ich glaube, das müsste man für Griechenland auserkämpfen, dass man wirklich Priorität, also Vorrang, der Lage der Bevölkerung gibt und nicht der Gläubiger. Mir fällt es ein, in Deutschland, wenn eine Bank in Deutschland pleite macht, da gibt es einen Einlagensicherungsfonds, dass die kleinen Sparguthaben gesichert werden. Vielleicht sollte man die kleinen Gläubiger Griechenlands besser absichern als die großen, dass die Gläubiger Griechenlands eben nicht hungern müssen, dadurch, dass ihnen die Altersversorgung verloren geht. Dass man an die kleinen Gläubiger genauso denkt wie an die einfachen Leute in Griechenland. Ja, aber hier in Griechenland ist fast jeder hat Schulden. Das kommt ja auch noch dabei. Sie haben 50% des Einkommens verloren, aber sie müssen noch immer ihre Schuld bezahlen für ihr Haus. Und das kommt auch noch dabei. Und es ist festgestellt worden, dass besonders die auch noch Schulden haben und nicht kein Einkommen mehr haben, dass die sich auch Selbstmord machen. Denn all diese verschiedenen Sachen machen es so, dass man dann ganz einfach sich keinen Weg mehr auszuhelfen weiß. Safety. Ich habe noch zwei Sachen entdeckt, warum auch ein besonderer finanzieller Druck auf dem Krankenversicherungssystem liegt. Diese Auflagen, die man in Deutschland Bundestagsdrucksache 17.8731 findet, da steht einmal, dass auch noch verlangt wird, die Arbeitgeberbeiträge zur griechischen Sozialversicherung um 5% zu senken. Und das trotz der Einnahmeausfälle durch die nicht gezahlten Löhne, durch die Arbeitslosigkeit, durch die Lohnsenkung. Und was dort gesagt wird, allerdings auch, es sollen die kleinen Renten geschützt werden. Aber an die mittelgroßen und größeren Renten und
ans Gesundheitswesen, das sind doch die Dinge, wo noch am meisten zu holen ist, und Rücksicht auf die Menschen. Da wird nicht gesagt, dass man da Rücksicht nehmen will. Und was ich noch gefunden habe, von Griechenland wird verlangt, ab 2014 einen Haushaltsüberschuss von 4,5% der Wirtschaftsleistung zu erzielen. Und zwar in erster Linie durch Einsparung beim Sozialsektor, vor allem Sozialversicherung, in zweiter Stelle bei den Behörden, das heißt Behörden dicht machen, Beamte entlassen, und das an dritter Stelle erst bei den Militärausgaben. Ja. Ja, das glaube ich schon. Das ist ja noch, das besteht ja noch immer da, das Militär. Aber an sich müsste man ja an die Bevölkerung müsste sich organisieren, selbst organisieren und ein Audit, eine Kommission verlangen, für zu sehen, was sie überhaupt bezahlen. Wo das Geld gegangen ist, was der Bevölkerung und dass wir überhaupt auch beschließen, es besteht eine große Frage, eine große Sozialfrage. Was machen wir mit unserem Geld? Ja. Wo investieren wir es? Und da gibt es ja das Geld jetzt von Griechenland, das Einkommen von den Steuern von der Bevölkerung, das ist nicht mehr in Griechenland. Es geht auf ein Konto in Luxemburg. Es ist der Gesetzgebung von Luxemburg unterlegen. Es ist blockiert. Die Griechen haben gar nicht mehr zu sagen über ihr eigenes Geld. Und das Geld geht direkt zu den Gläubigern. Und was übrig bleibt, das ist für die Bevölkerung, für das Krankenwesen und für die. Und ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Fragen, die wir. Wir müssen das aufheben, denn das sind wir haben ja. Das ist auch die nationale Souveränität. Es ist Demokratie, ja. Es ist alles. Es ist noch nicht einmal Kolonialzustand jetzt. Das ist noch nicht einmal eine Gleichbehandlung der Gläubiger. Denn die Leute, die direkt beim Staat beschäftigt sind, sei es in Krankenhäusern, sei es in den Behörden, die arbeiten direkt für den Staat und sind doch auch Gläubiger des Staates. Die müssten doch wenigstens mit den Banken gleich behandelt werden. Wenigstens die, die direkt mit dem Staat ihren Arbeitsvertrag haben. Ja, das müsste so sein, aber es ist wie eine Diktatur jetzt. Man hat keine Kontrolle mehr. Keine direkte Kontrolle mehr über das, was hier der Bevölkerung angehört. Und jetzt in diesem Sommer wollen sie privatisieren alles. Die Bodenschätze, die Daseinsvorsorge, ja. Häfen, Elektrizität, teilweise das die Behörden. Sie sehr schnell. Sie wollen das jetzt mit 46 Grad in einem Monat das alles durchbringen. Das ist ja auch eine Strategie der Troika, um alles sehr, sehr schnell zu machen, sodass die Bevölkerung fast keine Zeit hat, um sich zu organisieren. Und dass es unter Wert verkauft wird, damit Griechenland aus den Schulden nicht rauskommt. Ja, es ist wirklich alles sehr billig. Das hatten wir damals in Deutschland und auch in ehemaligen Ostblockländern. Wir haben das Buch von Professor Dr. Chosudowski gelesen, Globalization of Poverty and the New World Order, der über viele Jahre hinweg viele Beispiele über Verbrechen des Internationalen Währungsfonds hat. Und diese Treuhandanstalten, die man jetzt in Griechenland hat, die wir auch in Ostdeutschland hatten, wo unsere Schulden so raufgingen, da hat er Beispiele besonders gut dokumentiert in Russland. Da haben sie Grundstücke zum Buchwert verkauft, die abgeschrieben waren, die aber wesentlich höheren Betrag wert waren. Oder in Deutschland gibt es
aufgeklärten Fall von einem Chef der Treuhandanstalt, der diese Verschleuderung nicht mitmachen wollte und der angeblich die Linksextremisten von der Roten Armee-Fraktion getötet haben, obwohl er sich gegen die Verschleuderung gesperrt hat. Ich glaube, dass da eine ganze Menge auch an krimineller Energie ist, das Volksvermögen so zu verschleudern. Ja. Also, ich muss jetzt bald gehen. Und haben Sie noch eine Frage? Was mich interessieren würde beim Schuldenaudit. Ich habe im italienischen Zeitung Corriere della Sera im Februar einen Bericht gelesen, dass Druck gemacht wurde bezüglich der sogenannten Griechenlandhilfe, dass es das Geld nur gibt, wenn Griechenland Militärgüter aus Frankreich und Deutschland kauft. Ja, das war am Anfang. Da haben sie gesagt, sie bekommen die 120 Milliarden, nur wenn sie damit unser Militär, die Phantom und die Unterseebooten aus Deutschland einkaufen. Ich frage mich, ob das illegitime Schulden sind, solche Schuldenart. Das ist sicher. Die haben zumindest ein sehr großer Teil davon, haben alle Merkmale einer anrichtigen und illegitimen Schuld. Wir müssen aufhören, das internationale Recht, um eine internationale Auditskommission in Griechenland zu machen. Das würde eine ganz gute Sache sein. Aber wir wollen auch ein großes Massenbewegung von der Grund, die an sich überall, wo die Leute sind, müssen sie Kontrolle machen, die Bücher aufmachen und sehen, was wirklich mit ihrem Geld geschieht in den Hospitälern, in den Universitäten, in den Gemeinden, überall, wo die Probleme jetzt sind. Das ist das, was wir machen müssen, um wirklich Druck zu machen, denn diese Regierung, die jetzt da ist, die wird die Bücher nie aufmachen. Die sind ja ganz mit der Troika verwandelt. Ich habe gelesen, Sie wollen, dass die Auflagen gemildert werden und dass Sie nicht so schnell die Auflagen umsetzen müssen. Die jetzige Regierung, habe ich in der Taz gelesen, die will die Auflagen mildern und nicht so schnell die Auflagen umsetzen müssen. Ja, ich glaube, sie hat aber nicht sie hat viele Versprechungen gemacht vor den Wahlen und jetzt wird sie alles durchsetzen, was die Troika befohlen hat in diesem Sommer. Also ich glaube auch nicht, dass diese Regierung sehr lange da sein wird. Sie ist sehr, sehr, sehr fragil. Sie hat dem Volk nichts zu bieten, nichts, nur zu nehmen. Was ich noch fragen möchte, ich habe in einem Artikel gelesen von einem berühmten griechischen Dirigenten und Musiker Mikis Theodorakis, dass in Griechenland die Menschen hungern wie in der gesamten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Kommt es durch die Arbeitslosigkeit? Am Anfang, ja. Und durch die gestiegenen Kosten, Lebenshaltungskosten? Ja, das ist das, was ich am Anfang beschrieben habe. Das kommt dadurch, weil die Schocktherapie die Leute auf allen Plänen attackiert in ihrem Leben. Und das ist eine wirkliche Strategie. Und das haben sie sehr schnell gemacht, wenn man bedenkt, dass in 2 Jahren die ganze Gesellschaft aufgelöst worden ist. Die Institutionen von 40 Jahren, die aufgebaut worden sind, alles ist aufgelöst. Und das ist der Chaos. Wenn du 50% verloren hast von deinem Einkommen und du musst mehr bezahlen für die Kosten und so weiter und so fort, dann
es gibt kein Geld mehr. Und dadurch haben die Leute nichts mehr, um einzukaufen und zu leben. Sie können noch Appartemente haben und in Form von Steinen können sie noch gut haben oder von Land. Aber sie haben kein Geld und sie müssen sogar dafür bezahlen, Steuern bezahlen. Sogar wenn du ein Haus hast, was dir gehört, dann musst du eine Miete bezahlen, dem Staat für die Staatsschulden. Nicht? Und du musst sogar vorbezahlen für das nächste Jahr. Und wir haben nichts mehr in der Tasche. Also was? Leute werden verrückt. Was Griechenland braucht, ist ein faires Schuldenaudit statt der Troika. Ja, ja. Und besonders eine Solidaritätsmobilisation von einer europäischen Massenbewegung, die Griechenland nicht allein lässt, aber auch für Griechenland seine Solidarität aufbaut, aber für sich selbst. Denn Griechenland ist ja ein Laboratorium für Europa. Und wenn hier in Griechenland es wirklich schlecht geht und keine Bewegung mehr da ist, wenn sie zerstört wird, dann werden sie probieren, das auch in ganz Europa anzupassen. Und dann werden wir in eine dumme Situation, so wie zwischen den zwei Kriegen in Europa war, wie in Weimarer Republik, dann werden wir wirklich wieder Phänomene sehen, auch von der extremen Rechte, die aufkommt, in allen Ländern, nur nicht nur in Griechenland. Die extreme Rechte damals unter Hitler ist von Industriellen, ganz bestimmten Industriellen und Bankern finanziert worden, sonst hätte die nie eine Chance gehabt. Ja, haben Sie in den letzten Wahlen, es ist ganz interessant zu sehen, die Analyse von den Ergebnissen. Mhm. Also die CFG, das heißt, das goldene Tageslicht, so heißt diese Organisation, ja. Die hat 20% bekommen von den großen Industriellen, also die sie gewählt haben. Mhm. Und 20% von ihren Ergebnissen sind von den ganz Armen, den ein bisschen Lumpen, die keine Arbeit mehr haben und so fort. Aber es ist sehr interessant, die Reichsten und die Ärmsten haben die Christiavie gestimmt. Da haben die also ihre Propaganda gemacht. Ich habe in der Taz gelesen, dass sie Hilfslieferungen an die armen Griechen verteilen und gleichzeitig strengstens darauf achten, dass keine Ausländer die Hilfslieferung bekommen, auf die Weise Ausländer hast. Nicht nur das, aber sie sind sehr aggressiv gegen die Ausländer. Aber sie sind nicht nur aggressiv gegen die Ausländer, sie sind auch aggressiv gegen Syriza. Sie haben mit 50 Leuten ein Wahlkiosk attackiert. Von Syriza. Das heißt, das erinnert mich ganz in die Weimarer Republik. Die SA, der Nazis. Sie, auf der einen Seite stellen sie sich als die richtigen Griechen, die Solidaritätsakten machen für die Armen und so fort und so weiter. Auf der anderen Seite wollen sie wirklich die Linke zerstören mit aller Gewalt. Und natürlich die Ausländer, die werden gebraucht als Sündenbock? Die Hetzenjagd. Ja, bitte? Als Sündenböcke. Als Sündenbock, ganz genau. Um ein falsches Bewusstsein zu bilden, um zu sagen, dass an sich um die Leute abzulenken von ihren richtigen Feinden. Ja, man baut ja sogar Lager, die an Konzentrationslager erinnern, die angeblich nur für die Abschiebung sind. Aber die einschüchternde Wirkung auf die griechische Bevölkerung scheint mir einkalkuliert. Ja, 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 ja.
Und da sind auch PASOK und Nea Demokratica, habe ich in der Taz gelesen, die hinter diesen Lagern stehen, um die, bezüglich Abschiebung. Und selbst Laos ist dagegen, dass man solche Lager nutzt, um die Menschen abzuschieben. Ja, ja, also es ist wirklich schlimm mit dem Rassismus. Wir haben in diesen Tagen der antirassistische Festival in Athen. Und das waren Tausende und Tausende da. Ich glaube, man kann sprechen von 20.000 Leuten, die in diesen 3 Tagen den Festival besichtigt haben. Auch die Vertreter der Migranten und der Flüchtlinge, ja, ja, selbst, um die es geht? Alles, was... es ist multikulturell und vielseitig. Alle Bewegungen, soziale Bewegungen sind da. Wie sieht es denn mit der Unterstützung von sozialen Bewegungen außerhalb Griechenlands aus? Von wo kommt besonders viel Unterstützung? Ich glaube, in ganz Europa besteht jetzt eine sehr große Sensibilität um Griechenland, von den Bewegungen, von Sozialbewegungen, um Griechenland zu helfen. Von überall. Sie sagen, es braucht eine Massenbewegung. Gibt es Organisationen, gibt es Webseiten, wo man sich informieren kann, wie man sich solidarisieren kann von außerhalb Griechenlands, was man tun kann? Ja, es gibt eine Bewegung, die heißt Joint Social Conference. Das ist ein offener Raum von Sozialbewegungen, von Gewerkschaften, von Organisationen und Individuen. Da sind sehr viele Gewerkschaften mit eingefügt. Das große Problem ist, dass wir wirklich zu einer Aktion, europäischen Aktion übergehen. Ein europäischer Aktionstag, die auch sichtbar ist und sich, dass mehr große Massen sich mobilisieren kann. Das sind wir probieren das aufzubauen, aber das ist noch ein langer Weg. In vielen Ländern habe ich den Eindruck, sind zum Beispiel die kleineren und mittelständischen Unternehmer so politisch anders ausgerichtet als zum Beispiel die Arbeiter. Jetzt haben wir in Griechenland, ich glaube, zwischen 20% und 25% der kleinen Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen. Inwieweit sind da ja die kleineren Unternehmer sensibilisiert, sich für ihre Rechte einzusetzen? Wie aktiv sind die? Ja, es sind 50% von der Bevölkerung sind kleine Unternehmen, Geschäfte und so. Es ist wirklich Griechenland ist eine Gesellschaft von diesen kleinen Unternehmern. Und 160.000 Betriebe haben zugemacht. Und die sind wirklich es sind die viel Armut haben. Herzlichen Dank für das Interview. Danke für alles. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.